Moment, ich muss ihn rausnehmen. Jetzt stecke ich den rein. Der ist hier auf P, das ist richtig. Der ist auf P, sonst geht das nicht? Nee. Ach so. Dann erstmal so weit, dass alles leuchtet. Dann auf die Bremse treten. Und dann mache ich einmal so, als würde ich ihn anlassen. Und jetzt ist er an. Jetzt steht er ready. Das heißt, jetzt ist er fahrbereit. Das Rote ist mechanisch und das Grüne ist Elektroenergie oder elektrische erzeugte Energie. Oder wie normaler normaler Wagen mit Verbrennungsmotor und Automatik funktioniert. Mhm. Und hast du mal geguckt, was er für Batterietechnologie hat? Nee. Die ersten Priusse, die hatten ja Nickel-Metall-Hydrid. Ah. Was ist das? Statistik? Wie viel verbraucht hast du über der Zeit? Was braucht er so im Schnitt? Er behauptet 5,5. Das heißt, ja. Jau! Power, Power! Also Power. Für das Geräusch ist jetzt die Beschleunigung nicht wirklich beeindruckend. Also ja, dann schon so in meinen 207 mit dem kleinen Diesel. Ich werde ja wahrscheinlich nur 5 Liter brauchen. Liter gebraucht im Schnitt. Wenn ich Langstrecken gefahren bin. Ja. Achso, ich wollte eigentlich mal hinten über den Berg fahren. Ja. Auch die Polizei, die kriegen zum Teil Ärger wegen Lärmbelästigung. Ja, andererseits. Jetzt kannst du hier auf EV drücken, dann macht er auch beim Parken nicht mehr den Motor an. Macht er das sonst? Manchmal ja, wenn man zu weit drauf drückt. Mhm. Auch gar nicht mehr drauf zu drücken, glaube ich. So, und jetzt mache ich einfach aus. Ja, und P. Erst auf P und dann kann man ihn rausnehmen. Ja.